Hey Sonja, du, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich muss gleich nochmal zur Arbeit. Oh nein, Manu, jetzt wirklich? Ich dachte, du passt heute auf Lea auf. Ich habe in meinem Café einen Auftrag bekommen für eine Hochzeit und da muss ich gleich noch 100 Muffins vorbereiten. Da wollte ich auf jeden Fall gleich nochmal los. Ah, das ist ja super. 100 Muffins für eine Hochzeit? Ja, also die hat mich ganz spontan angefragt und das ist schon morgen und ich muss die ganze Nacht eigentlich noch die Muffins dekorieren. Also ich habe wirklich keine Zeit, Manuel. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Also, ich muss sagen, das freut mich wirklich, dass du jetzt noch so ein tolles Angebot bekommen hast. Und ja, okay, aber ich kann auch nicht. Ich muss unbedingt noch ins Krankenhaus. Aber ja, mit Lea, da finden wir auf jeden Fall gleich noch eine Lösung. Ich meine, zur Not, Hannah und Louis, die sind ja auch noch da. Hannah und Louis, also das ist in letzter Zeit mit den beiden ein bisschen kompliziert. Meinst du, die können wir wirklich auf Lea aufpassen lassen? Ich meine, erinnerst du dich nicht an die ganzen Vorfälle in letzter Zeit? Sowohl Hannah als auch Louis sind nicht so ganz vertrauenswürdig momentan. Ja, aber uns bleibt jetzt keine andere Möglichkeit. Und außerdem, wenn wir denen jetzt den Ernst der Lage erklären, dann werden die es schon verstehen. Und die sind ja auch schon jetzt ein bisschen älter. Also vielleicht haben sie jetzt durch die letzten Vorfälle auch ein bisschen was dazugelernt. Ich meine, so klein sind die jetzt auch nicht mehr. Die sind jetzt auch langsam bereit, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Ach ja, ich weiß nicht, Manuel. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß, also auf Hannah kann man sich eigentlich verlassen. Und ja, Louis ist eigentlich auch ein echt toller Kerl, aber du weißt doch. Naja, was meinst du? Hey Leute, ich bin wieder da aus der Schule. Hanna, ja, wir haben einen kleinen Überfall auf dich vor. Und zwar, ich muss gleich noch im Krankenhaus einspringen und arbeiten. Und Sonja hat noch einen Auftrag kurzfristig reinbekommen. Du und Luis, ihr müsstet heute auf Lea aufpassen. Wir haben heute niemanden, der auf Lea aufpassen kann, außer ihr beide. Oh, das passt jetzt nicht so gut. Ich habe schon was vor. Ich bin mit meinen Freundinnen verabredet. Wir wollten eigentlich heute einen Filmabend machen. Also, wollten uns einen Gruselfilm angucken. Nein, also kein Gruselfilm. Ich meine, und außerdem, wir haben jetzt niemanden, der auf Lea aufpassen kann und Louis wird dir dabei helfen. Also, ansonsten muss ich eben diesen Auftrag absagen. Ist zwar schade und das wird auch echt gutes Geld geben, aber wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Nein, also Sonja, wenn der Auftrag so wichtig ist, dann will ich da auf gar keinen Fall euch im Wege stehen. Dann bleibe ich hier zu Hause und wir gucken vielleicht die Filme hier mit den Freundinnen und Lea kann ja mitgucken. Habe ich da was von Filmabend gehört? Also, ich habe heute auch einen Filmabend vor. Mit Paula wollten wir einen coolen Film gucken. Also, das Wohnzimmer ist schon belegt. Bitte was? Ich meine, ihr seid doch nie im Wohnzimmer. Ich wollte da eigentlich mit meinen Freundinnen heute einen Film gucken. Wir sind schon seit 3 Wochen verabredet. Was? Seit 3 Wochen schon verabredet? Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, und dann sagst du erst heute was? Nee, und außerdem, man kann das Wohnzimmer nicht reservieren. Und außerdem, letztes Mal habe ich Ärger bekommen, weil du den Tisch kaputt gemacht hast. Also habe ich wohl jetzt das Recht dazu, das Wohnzimmer heute Abend zu bekommen. Und außerdem, wir haben sonst keinen Fernseher im Haus. Deshalb müssen wir einfach da gucken. Und Paula ist auch schon bald auf dem Weg hierhin. Siehst du, Manuel, ich hab's gleich gesagt. Mit Hannah und Louis, das wird nichts. Ich meine, das ist schon wieder nur Streit. Keine Sorge, Sonja, ich regel das eben so. So, Kinder, also, ihr vertragt euch jetzt und dann schaut ihr zusammen den Film und ihr passt beide auf Lea auf. Ist das klar? Ich möchte jetzt hier keine Diskussion mehr führen. Ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus und eure Mama muss jetzt auch sofort arbeiten. Und das ist jetzt keine Diskussion. Oh, ja, okay, wenn es sein muss. Aber wir entscheiden, was wir gucken. Also, ja, na gut, alles klar. Oh, Manuel, also, das hört man selten so von dir, aber dieser strenge Tonfall, der steht dir ganz gut. So, und wie schon bereits gesagt, keine Gruselfilme, wenn Lea mitguckt. Ist das klar? So, Lea. Dir viel Spaß und lass dich bloß nicht auf zu viel quatschen, wenn Hannah und Louis dich da mit reinziehen wollen. Du bleibst schön artig, okay? Ja, Papa. Ja, gut. Ich habe zwar kein ganz gutes Gefühl dabei, aber viel Spaß euch. Bis später. Ich muss jetzt echt schnell los. Tschüss, macht's gut, Kinder. Bis später und seid schön artig. Schön artig sein. Tschüss. Okay, Hannah. Das heißt, Mama und Papa sind jetzt weg und wir haben jetzt wieder mal sturmfrei. Okay, du kümmerst dich um Lea und ich bereite schon mal für heute Abend alles vor. Okay, alles klar, bis gleich. Okay, bis gleich. Hanna? Hanna? Upsi, hey Lea, ich hab dich nicht vergessen. Nein, nein, nein.
Ja, komm mal her, Lea. Ich hol dich dir aus dem Stuhl raus. So, okay, Hannah, schau mal. Ich hab uns was Leckeres zu essen gemacht und da muss ich sagen, ich bin da ziemlich stolz drauf. Guck dir mal an, was alles auf dem Tisch ist. Ich habe Burger gemacht, Hot Dogs, Donuts habe ich besorgt, die sind von Mama. Mama hatte noch ein paar da. Und ich habe Pommes im Backofen gemacht. Also ich glaube, heute Abend wird keiner hier verhungern. Wow, Luis, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das hast du alles alleine gemacht. Das sieht so lecker aus. Oh, am liebsten will ich sofort anfangen zu essen. Ja, eigentlich war das eher auch nur für Paula und mich gedacht. Aber da wir jetzt beide auf Lea aufpassen müssen, können wir es auch ruhig teilen. Oh, es hat geklingelt. Ich mach mal kurz die Tür auf. Hey, Hannah, da sind wir. Mega cool, dass ihr schon wieder sturmfrei habt. Also bei mir, meine Eltern, die gehen irgendwie nie weg. Da können wir richtig schönen Filmabend heute machen. Ach ja, übrigens, letztens wegen dem Tisch gab es da eigentlich noch viel Ärger. Ach, nicht der Rede wert. Also, wir konnten den Tisch wieder reparieren. Alles wieder gut. Kommt mit, Leute. Luis hat was richtig Leckeres vorbereitet. Wer als erstes da ist, kann am meisten essen. Kommt. Oh Mann, das riecht richtig lecker. Ich glaube, das sind Pommes. Ich nehme Pommes. Hey Leute, willkommen in meinem Heimkino. Und ich bin der Kinovorsteller heute. Und es gibt für jeden was zu essen, aber nicht alles wegfuttern. Paula und ich, wir dürfen uns zuerst was aussuchen. Boah, das ist ja hier mega cool. Noch besser als im Kino. Boah, Luis, du hast auch Hotdogs gemacht. Ich liebe Hotdogs. Oh, Luis, du kennst mich voll gut. Das ist echt mein Lieblingsessen. Ich liebe Burger. Ja, ich kenne dich auch voll gut. Ich hab ja auch gedacht, dass wir eigentlich alleine gucken wollten, aber ja, die Pläne haben sich jetzt doch geändert. Luis und Paula wollten eigentlich nur zu zweit gucken. Ihr seid verliebt. Oh Mann, ja, ist doch gut jetzt. Ja, wir sind halt ein Pärchen, ist doch egal. Hannah hat vielleicht auch bald einen Freund. Lass es doch, es muss ja nicht gleich jeder erfahren. Komm, wir gucken jetzt den Film, Leute, es geht los. Ja, genau, also Paula und ich, wir wollten eigentlich heute den neuen Disney-Film gucken, Encanto. Der ist voll cool, den wollen wir unbedingt gucken. Der Trailer war schon richtig cool. Ja, okay, von mir aus. Wir waren doch eigentlich verabredet, einen Gruselfilm zu gucken, oder? Also los, wir stimmen jetzt ab. Wer ist alles für einen Gruselfilm? Arm hoch! Ja, ich bin auch dafür. Was? Nein, Paula und ich nicht. Außerdem, wir dürfen doch eigentlich entscheiden, beziehungsweise ich. Ich habe auch das Essen gemacht und außerdem Mama und Papa haben gesagt, wir dürfen keine Gruselfilme gucken. Ich bin auf jeden Fall auch für einen Gruselfilm. Komm schon, Ben, meld dich. Ich passe auch auf dich auf. Gruselfilm? Eigentlich mag ich den nicht so gern, aber wenn du auf mich aufpasst, vielleicht wird's hier noch meine neue Freundin. Da habe ich auch eine Freundin. Ja, okay, ich bin auch für einen Gruselfilm. Tja, die Mehrheit hat dann wohl entschieden. Wir gucken einen Gruselfilm. Oh Mann, nein. Na gut, wenn da jetzt die Mehrheit das ist, tut mir leid, Paula. Ich habe eigentlich nicht so viel Lust drauf. Willst du den unbedingt gucken? Ja, ist okay. Ich meine, wenn es gruselig wird, Luis, dann können wir uns ja vielleicht ein bisschen aneinander kuscheln, wenn das okay für dich ist. Also, ich passe auf dich auf und du passt auf mich auf. Ja, okay. Oh Mann, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der Angst hat. Und das ist ja auch voll peinlich, wenn man Angst vor einem Film hat. Aber die sind halt einfach so gruselig. Ich mache einfach die Augen zu. Los, Leute, es geht gleich los. Auf die Plätze, fertig, los, auf die Couch. Okay, alles klar, ich mache dann jetzt an. Seid ihr bereit? Nein, nicht ganz. Ja, los, spiel ab. Ja, es kann losgehen. Boah, der Film war so gruselig. War irgendwie auch ziemlich cool. Wow, der wäre echt richtig gruselig. Oh, dieses Haus da, ob es da wohl wirklich gespukt hat? Endlich ist der Gruselfilm vorbei. Eigentlich will ich ja noch was trinken, aber ich traue mich jetzt nicht alleine in die Küche. Leonie, wie fandest du den Film? Ich fand den voll gruselig. Vielleicht können wir ja noch mal einen Film zusammen gucken. Irgendwann mal alleine oder so. Dein Ernst? Nein, warum sollten wir zu zweiten Film gucken? Nein, danke. Leute, ich muss mal kurz in die Küche. Ich habe ein bisschen Durst. Ich habe auch gar keine Angst. Luis, wenn du willst, komme ich mit dir mit. Also, ich habe keine Angst. Danke, Paula, aber ich habe auch keine Angst. Der Film war ja gar nicht gruselig. Was haltet ihr davon, wenn wir gleich noch einen Film gucken? Ja, noch einen Gruselfilm. Dann können wir wieder aufeinander aufpassen. noch ein Gruselfilm?
Okay, ich hole mir da was zu trinken. Oh Mann, die Küche ist ja mega dunkel. War die Küche schon immer so dunkel? Ich habe ein bisschen Angst. Sind da Geräusche? Okay, da ist keiner. Aber da ist der Becher, okay. Ich muss noch schnell zum Becher und dann das Wasser trinken. So, okay, hier ist auch niemand. Hallo, hier ist bestimmt keiner oder kein Geist oder irgendwas Gruseliges. Okay, ja, ich habe es jetzt fast geschafft. Ah! Oh, das ist nur der Baum. Ich habe mich von einem Baum erschreckt. Aber, okay, eigentlich ist der Film gar nicht so gruselig. Ich habe jetzt doch keine Angst mehr. Ja, okay, jetzt noch schnell was trinken und dann einfach weiter. Vielleicht mache ich bei dem auf jeden Fall dann die Augen zu bei dem nächsten Film. Hey, Luis! Kann ich auch was zu trinken haben? Hanna? Was ist denn mit dir los, Luis? Warum hast du dich denn so erschreckt? Ich habe mich nicht erschreckt. Ich bin nur gestolpert. Und außerdem, wieso schleichst du dich so an mich ran? Wir haben gerade einen Gruselfilm geguckt. Okay, Entschuldigung, das war doch keine Absicht. Hast du etwa vielleicht doch ein bisschen Angst, Luis? Nein, ich bin doch kein Baby mehr. Und, apropos Baby, hast du Lea schon ins Bett gebracht? Oder wo ist Lea überhaupt? Ich meine, ich habe sie jetzt eigentlich nicht mehr gesehen. Oh nein, ich habe irgendwie überhaupt gar nicht an Lea gedacht. Nicht schon wieder Lea vergessen. Wo ist sie wohl? Ich habe überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Hoffentlich hat sie diesen Film nicht mitgeguckt. Ich meine, für uns war der jetzt nicht so gruselig, aber für Lea wäre der echt ein bisschen zu gruselig. Oh Mann, nein. Hoffentlich hat kein Geist sie mitgenommen oder irgendwie sowas. Und ich meine, meine kleine Babyschwester, Hanna, wo sollen wir suchen? Ich meine, in letzter Zeit kann sie ja so gut laufen. Vielleicht ist sie einfach die Treppe hoch und ist in ihrem Zimmer. Lea, hallo. Bist du da, Lea? Lea ist hier nicht Hanna. Oh Mann, wo könnte sie denn noch sein? Vielleicht in deinem Zimmer? Hallo, Lea. Nein, okay, hier ist auch keiner. Oh, oh. Na, Hanna, sie ist hier nicht. Oh, wo könnte sie denn noch sein? Vielleicht wurde sie ja wirklich von einem Geist entführt. Nein, Luis, das ist totaler Quatsch. Ich meine, Geister gibt es überhaupt nicht. So, lass uns wieder runtergehen. Vielleicht ist sie unten bei den anderen. Hey, Leute, habt ihr vielleicht Lea gesehen? Sie ist irgendwie nicht mehr da. Lea? Ja, ich meine, die ist doch da. Die ist auf der Couch eingeschlafen. Guck doch mal. Also, sie ist sofort ganz am Anfang vom Film eingeschlafen. Also, das hat keine Minute gedauert. Oh Mann, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Dann hat Lea diesen gruseligen Film nicht gesehen. Oh, und hoffentlich kann ich dann heute so gut schlafen wie Lea. Oh, und Hauptsache, wir bekommen keinen Ärger. Das hätte echt Ärger geben können mit Manuel und Sonja. Nochmal Glück gehabt. Hey, stopp. Ich hab da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!